Guten Tag, liebe Webinaristinnen und Webinaristen. Es ist meine große Freude, heute Marcel Alter, den Präsidenten der Digital Community, vertreten zu dürfen. Ich bin Isabel Steinhoff, eine der beiden Managing Partner von Parato, dem Digitalisierungsnetzwerk für KMU. Was uns mit der Digi-Community verbindet, ist unsere Passion für Digitalisierung. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, hören wir aber ganz oft Beispiele wie Uber oder Airbnb. Das Problem an diesen Beispielen ist, das sind meistens pure digital players. Die mussten sich ja gar nicht groß verändern. Klar, hier und da mal das Geschäftsmodell anpassen. Aber wie transformieren sich Schweizer Unternehmen von handfesten Produktionsfirmen oder Händlern? Wie wird man zu einer digitalen Plattform? Wie hat man digitale Angebote? Das erklärt uns heute Matthias Galin. Er ist CEO von Körliker, einem Familienunternehmen hier in Wallisellen. Und er wird uns einen Praxisbericht geben, wie das denn bei Körliker abgelaufen ist. Bevor ich jetzt aber dir, lieber Matthias, die virtuelle Bühne übergebe, möchte ich noch unsere Teilnehmenden fragen, sollen wir beim Hochdeutsch bleiben oder können wir auf Schweizerdeutsch wechseln? Ich würde mal sagen, wer Hochdeutsch bevorzugt, kann einfach die Handhebefunktion nutzen, sodass ich das kurz sehen kann. Dann würden wir bei Hochdeutsch bleiben. Ansonsten würde ich Matthias die Bühne geben. Wir sehen hier einen Daumen. Erhard, heißt das Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch? Mundart für mich, okay. Super. Okay, Matthias, ich sehe keine Einsprüche, was Hochdeutsch angeht. Das heißt, wir wechseln jetzt wieder zurück ins Schweizerdeutsch. Die virtuelle Bühne ist dir und ich wünsche uns allen viel Spaß. Wenn ihr ganz dringend die Frage habt, könnt ihr sie gerne in den Chat schreiben. Und ansonsten wird nach etwa einer halben Stunde Input von Matthias er noch da bleiben für das Q&A. Und wir freuen uns auf den Vortrag, Matthias. Also ganz herzlichen Dank, Isabel, und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mal schauen, ob das da funktioniert. Sieht man meinen Bildschirm? Alles wunderbar. Gut, also zu meiner Person. Mein Name ist Matthias Galin, ich bin verheiratet, stolzer Vater von 4 Söhnen, Biobauer im Nebenamt und lizenzierter Rennpferdetrainer. Das für dich, Isabel, dass wir mal etwas Neues erzählen, nicht immer das Gleiche. Vielleicht zum Titel, was heisst erfolgreich? Oder wir haben vorher gehört, also, ja, die bekannten Beispiele, Airbnb und Uber und alle die Unicorns, die an die Börse gehen. Dann nehmen wir ja, dass sie erfolgreich sind. Auf jeden Fall, irgendetwas haben sie richtig gemacht, einen höheren Börsenwert, und es tut sich etwas. Das kann man natürlich bei einem Schweizer KMU mit 45 Mitarbeitern, könnte man den Maßstab, glaube ich, nicht anlegen. Oder? Das wäre falsch. Also, was bedeutet jetzt für mich, ja, definitiv, ist erfolgreich. Und erfolgreich heisst jetzt für mich in dem Kontext, wir haben unser Produkt oder einen Teil von unserem Produkt in die digitale Welt transformiert. Also es ist jetzt anders wie vorher. Wir haben das eigenfinanziert gemacht, oder? Ich will das ganz klar abgrenzen, auch meine Geschichten und Erlebnisse. Wir sind nicht gestartet, wir bauen nicht auf der grünen Wiese bauen. Wir haben ganz andere Voraussetzungen und Sorgen. Man kann das einfach nicht vergleichen. Und erfolgreich in dem Sinn, der Markt hat die neue Form von dem, wie wir das machen, was wir früher gemacht haben, angenommen. Es hat Kunden und nicht nur einen, wo das jetzt auch braucht. Das in dem Sinn als Definition, was ist erfolgreich, oder? Vielleicht so zum Einleiten, also warum überhaupt transformieren? Was ist meine Vision oder meine langfristige Zielsetzung? Oder auch das ist sehr persönlich, möglicherweise sehr ähnlich wie bei anderen KMUs, aber eigentlich so der Gedanke, dass ich will die Firma in Zukunft führen. Die Firma ist 75-jährig, ich habe die übernommen von meinem Vater. Für mich ist eine Unternehmung, so habe ich das mal gelernt im systemtheoretischen Studium in St. Gallen, für mich ist eine Firma ein Lebewesen, hat eine eigene Identität, hat eine eigene Existenzberechtigung und das Ziel von einer Unternehmung ist natürlich, sich weiterzuentwickeln. Weiterzuentwickeln in Zukunft, zu dem Zweck muss sie ökonomisch erfolgreich sein, das ist klar, sonst geht dann irgendwann einmal der Sauerstoff aus.
Vielleicht spielt da auch noch Familie einen Hintergrund, dass mit dem Weitergehen in Zukunft, ich bin Unternehmer in fünfter Generation, das mag durchaus auch ein handlungsmotivierender Faktor sein. Ich denke, bei KMUs nicht ganz untypisch. Das ganz klar als Abgrenzung zu Startups, wo man auf der grünen Wiese baut, tolle Idee aufbauen und dann in der Regel an einen grossen Investor verkaufen. Also so Beispiel letztens sind Klarna oder Bexio, wo in dieser Welt sich bewegen. Gut. Bevor ich erzählen kann, was wir transformieren, möchte ich zuerst ein bisschen darauf eingehen, also was haben wir denn in der Vergangenheit gemacht? Also wir verstehen, was wir transformieren. Kölliker ist ein Handelsbetrieb für, ich sage jetzt, Büromaschinen im weitesten Umfeld seit 1947. Also da hat man früher eine Umdruckmaschine verkauft. Das sind die, wo man da die blaue Hand bekommen hat, der eine oder andere kennt das vielleicht noch, oder Zusammenträgmaschine, dann, wo Computer schreiben lernen haben, das waren 90er Jahre, haben die auf endlos Papier gedruckt, dann hat man das müssen verschneiden in Einzelblättchen, sonst hat man mit dem nichts können anfangen, also endlos Schneidemaschine, später Kuvertiermaschine, also Maschine, die Briefe verpacken. Frankiermaschinen, die Briefe frankieren. Und auf der anderen Seite Brieföffner und Scanner, die eigentlich sich mit dem Posteingang dann befassen. Alles Maschinen, die man im Büro braucht. Also wir haben eigentlich geholfen, unseren Kunden ihr Büro effizienter zu betreiben, so mit den Nicht-Kernprozessen. Und dazu hat es immer eine Serviceorganisation gebraucht. Das sind ja mechanisch basierte Maschinen und die muss man unterhalten, sonst laufen sie nicht. Und von dort her auch klare Fokussierung auf einen begrenzten, also räumlich begrenzten Markt. Nur wenn man eine hohe Servicedichte hat, kann man den Service in guter Qualität und zu vernünftigen Kosten erbringen. Das Businessmodell hat eigentlich darin bestanden, dass wir dem Hersteller gesagt haben, wir wissen, wo deine Kunden sind. Und den Kunden haben wir erzählt, wir wissen, welche Produkte gut sind und wir können euch die besorgen und dann auch unterhalten. Strategische Position war eher eine Kundenbeziehung und ein dichtes Service-Netz. Und wenn man das gut gemacht hat, dann hat man einem nicht rausgekriegt. Oder? Und die Abhängigkeiten, die man im Geschäftsmodell hatte, wir mussten den richtigen Lieferant finden. Wenn man daneben gelangt hat, dann war es nichts. Also wir haben zum Beispiel in den 70er Jahren sind die ersten Fotokopierer aufgekommen und da hat man gesagt, ja, Fotokopierer, zukünftiges Geschäft, haben wir richtig erkannt, haben den Lieferant gewählt, Agfa. Und der ist dann in Schönheit gestorben und Canon hat und Xerox haben quasi im Kopierbereich durchgezogen. Und dann ist man halt einfach nicht dabei gewesen. In den Sektoren, wo wir erfolgreich gewesen sind, also Endlosschneidemaschinen, später Kuvertiermaschinen, haben wir monopolähnliche Marktpositionen aufbauen können. Und ab den 90er Jahren hat sich das Geschäftsmodell ein bisschen schon transformiert, weiterentwickelt. Der erste Kunde kam, der gesagt hat, ja, wir wollen keine Maschine mehr kaufen, machen das für uns. Also der erste Kunde war Sunrise. Der Herr Andersen, hatte bei uns im Haus sein Büro gehabt und hat mir gesagt, ja, er will keine Maschine kaufen. Die 10'000 Rechnungen im Monat, die müssen anders aussehen. Wir haben gesagt, ja, dann machen wir es halt. Oder? Also wir wissen ja, wie es geht. Und so sind wir dann in das Business-Prozess Outsourcing Transaktionsdruck hineingekommen, wo wir seit den 90er Jahren als zweiten Bereich quasi betreiben. So. Und jetzt hat sich die Welt verändert. Jetzt hat sich die Welt verändert, primär durch das Internet. Also wir sind heute eigentlich in der, sagen wir, vierten industriellen Revolution. Also so rückblickend, erste ist Dampfmaschine, Elektrizität, Mechanik, Eisenbahn, so ab 1760 war. Dann die zweite Welle ist mit der Elektrizität eingeläutet worden. Das war Ende 19. Jahrhundert. Dann ab 1960 Halbleitertechnologie, Computer und natürlich das Internet. Oder? Und jetzt sind wir so in der vierten Welle drin. Also wir
obendrauf auf der dritten quasi, so wie Corona-Welle Nummer 5, auf der vorher Laufmobilität, KI, exponentielle Technologien, Machine Learning und, was uns heute bewegt. Und einfach viel, viel, viel mehr Geschwindigkeit gibt. Für uns in unserer Industrie ist eigentlich das Internet hat bezüglich Veränderung der dominierende Einfluss gehabt, oder? Und über das Internet haben plötzlich die Hersteller und Kunden können direkt miteinander schwätzen. Die haben sich gefunden und unsere strategische Position hat sich Schritt um Schritt aufgelöst. Kunden haben auch alternative Lieferanten gefunden. Man ist ja nie allein mit etwas, auch wenn man eine gute Marktposition hat. Also das hat auch den Wert von dieser Kundenbeziehung, die strategisch war, deutlich reduziert. Im Zug von dem hat sich natürlich dann auch, also ist der Wettbewerb gestiegen, hat sich die Rentabilität verändert, man musste effizienter werden und. Okay, und aus dem aus ist natürlich die Erkenntnis gekommen, auch wir müssen uns weiterentwickeln, wenn wir bestehen haben, wir müssen uns dem stellen und anpassen. Und was machen wir? Also sicher, dass wir weitergehen, dass wir unser Geschäftsmodell der neuen Zeit anpassen. Ja, Plattform digitalisieren, so irgendetwas. Oder? Und sicher, dass wir gesagt haben, also wir wollen eigentlich weiterhin unseren Kunden helfen, ihr Büro zu organisieren. Da wissen wir, wie man das macht. Also man will ja nicht alles aufs Mal ändern. Und in der Form haben wir gesagt, ja, okay, wir bauen eine Plattform mit einem Ökosystem und auf der tun wir digitalisierte Produkte anbieten, von dem also machen das eine digitale Büroservices. Das ist noch ein relativ theoretisches Konstrukt. Und damit wir uns ein bisschen wohler fühlen in dieser Welt, haben wir gesehen, wir machen eigentlich immer noch das Gleiche wie früher. Wir helfen unseren Kunden, ihr Backoffice kosteneffizient und in moderner Art und Weise zu betreiben. Wir erfinden eigentlich seit 1947 Büro vom Mond. Mit den Maschinen haben wir auch nichts anderes gemacht. Wir haben immer so die neuesten Maschinen gebracht und gesagt, lieber Kunde, schau, heute machen wir es so. Wir wissen wie. Und also das ist wie ein Aufbruch in eine Reise quasi, ein Start zu einer Abenteuerreise in unbekannte Gegenden. Und da muss man sich gut überlegen, was packt man im Rucksack und was nicht. Man will ja nicht allzu schwer müssen schleppen, aber das, was man dann wirklich braucht, will man dabei haben. Und ja, wir haben gesagt, das, was man richtig gut versteht, dass man ganz, ganz, ganz tief innen versteht, das nehmen wir mit. Und das war eigentlich das eine, der Prozess, wie man ein Dokument verschickt auf Post, also wie man ein Dokument produziert und verschickt. Das ist ein sehr kleiner Prozess, aber den verstehen wir wirklich unglaublich gut vom Maschinenverkauf. Wir wissen das viel besser wie Kunden und weil wir ja auch selber produziert haben, haben wir da wirklich ein tiefes Verständnis von allem, was da dazugehört. Das tönt noch wenig, aber wenn man dann so in Detail geht, ist es dann doch noch einiges. Es hat im Rucksack Platz, von dem her eigentlich noch ganz gut. Und das Zweite, was wir gesagt haben, was wir mitnehmen wollen, ist, wir haben immer, und das kommt aus dem technischen Service heraus, gesagt, wir tun gerne mehr für Sie. Das war so unser Leitspruch gewesen. Also wir tun unseren Kunden Sorge geben. Das muss man natürlich kulturell in einem Markt, wo es nicht so wahnsinnig viele Kunden gibt. Oder? Wir haben etwa 3.500 Kunden und damit einen rechten Marktanteil. Das ist ein begrenzter Markt. Oder? Da muss man seinen Kunden schon Sorge geben. Oder? Die kann man nicht einfach schlecht behandeln und sagen, jetzt kommen dann noch ein paar andere, wenn die weggehen. Oder? Das wäre nicht gut. Also das sind die beiden Sachen, wo wir wirklich in den Rucksack eingepackt haben. Und alles andere, halt die physische Welt und Hardware und die lokale Beschränkung, haben wir gesagt, das nehmen wir nicht mit, das lassen wir zurück. Das geht auch ohne das. Natürlich so ein bisschen auch aus der Überlegung, also wir nehmen wirklich nur das mit, was ganz wichtig ist. Vielleicht wäre mehr auch noch spannend gewesen.
So, und jetzt basteln wir ein neues Businessmodell, oder? Und das ist noch eine spannende Geschichte, oder? Wie bastle ich ein Businessmodell in der digitalen Welt? Da gibt es verschiedene Lösungsansätze dazu, wie man dazu kommt. Das eine ist, man kann sich so ein Business Innovation studieren lassen, ist sicher sehr sinnvoll, dauert eine Weile. Das zweite ist, man kann sich in der Literatur umtun, also zum Beispiel Oliver Glanzmann, Business Model Navigation 55 Modell. Das ist wie ein Baukasten, da kann man alle möglichen Konfigurationen daraus raussuchen und wie Lego zusammenstellen. Total spannend. Und ist halt noch ein bisschen theoretisch. Und das Dritte ist, man sucht sich einfach jemanden, der wirklich Erfahrung hat in dem, wie man das macht, wo wirklich draus kommt. Und das haben wir auch gemacht. Markus ist heute auch bei uns, er ist so mein Coach, Reisebegleiter in dieser ganzen Entwicklung von dieser Transformation. Ist ganz wichtig, dass man jemanden hat, wo man sich darauf verlassen kann, weil die Reise ist wirklich gerade in unbekannte Gewässer und es kann auch stürmen und dann ist schon noch gut, wenn man jemanden hat, wo das schon durchgemacht hat. Dann kann man sagen, ja, ist gut, weißt, wir bestehen das schon, jetzt müssen wir das und das machen. Und wenn man das Modell ein bisschen näher anschaut, so ganz kurz, im gelben Bereich ist das, was wir eigentlich schon gemacht haben. Wir haben eine Transaktionsfabrik, wir drucken Briefe drucken und verpacken oder wir scannen Briefe scannen als Dienstleistung und wir haben eine Verknüpfung oben rechts zu unseren Kunden. Die haben wir einfach eins zu eins gehabt. Wir haben für jeden Kunden eine individuelle Lösung implementiert. Und das haben wir dann. Das ist dann das Neue, was wir reingebracht haben. Wir haben gesagt, wir tun nicht mehr für jeden Kunden eine individuelle Lösung implementieren, sondern wir bauen eine standardisierte Lösung. Das ist dann die Plattform, Bringio heisst die. Und wir tun jetzt die quasi wie zwischen unsere Fabrik und unsere Kunden hineinschieben in diesem Bereich. Und die Plattform nimmt dann gewisse Aufgaben standardisiert und immer gleich wahr. Das wird natürlich dadurch günstiger und skalierbarer. Also alles das, was die Plattform macht, wenn ich einen neuen Kunden davon gibt das null zusätzliche Kosten und es läuft einfach per Software. Und weil wir jetzt so eine Plattform haben, gesagt, ja gut, aber so ein Backoffice, oder, ist wahrscheinlich ein bisschen mehr, als wir nur ein Brief verpacken oder Eingangspost scannen oder so, da gibt es noch andere Möglichkeiten und andere Prozesse, die ihnen gehören. Also ich sage jetzt, früher haben wir noch Archivschränke verkauft, das ist schon relativ lang her, aber ja, archivieren irgendwie muss man Dokumente aus dem, also eigentlich im weitesten Sinne Dokumentenmanagementsystem, da kommen natürlich ganz viele Sachen, oder man muss vielleicht Dokumente unterschreiben. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Nebenprozesse, die im Büro auch noch laufen. Und wenn man schon so eine Lösung hat, dann müssen wir das auch drauf bringen, oder? Dass der Kunde von dem profitieren kann. Aber es ist also absolut nicht möglich und denkbar, dass wir das alles selber würden entwickeln. Also ja, die Plattform kann ja andere Fabriken anbieten, andere Partner drauf bringen. Und wenn man das schon standardisiert, dann auf der Marktseite haben wir gedacht, ja, es ist wahrscheinlich nicht möglich, dass wir aus eigener Kraft den ganzen Markt abdenken. Also wäre sicher hilfreich, wir hätten Marktpartner, Marketingpartner, Resellers, wo wir da könnten einbinden könnten, weil wenn die Lösung schon steht, dann kann das ja auch jemand anderes verkaufen. Und wenn ich so Baukastenelement aus dem digitalen Geschäftsmodell anschaue, ist es so Grundgedanke, der Kunde zahlt jetzt nur noch per Use, pro Stück, das er braucht, pro Brief, das er druckt, pro Unterschrift, die er macht und nicht mehr Maschinen kaufen und auf sieben Jahre amortisieren. Wir teilen die Revenues ganz anders, wie wir es früher gemacht haben, mit Resellers, mit anderen Fabriken. Wir tun eigentlich verschiedene Marktseiten verbinden miteinander. Das ist teilweise auch aus dem alten Modell heraus, verbinden von Hersteller mit Kunden. Jetzt haben wir noch dazwischen einen Marktpartner, einen Reseller, wie auf einem Marktplatz. Das sind so Elemente aus dem Baukasten, wie man digitale Lösungen baut. Ökosystem ist natürlich ganz wichtig, weil wenn man das anschaut, das kann skalieren. Oder man kann natürlich sehr viel mehr Volumen entwickeln, als wenn man mit eigener Kraft direkt eins zu eins könnte am Markt. Gut, irgendwie muss man sich orientieren am Raster. Wie baut man das Businessmodell auf? Ich habe jetzt hier den Osterwalder genommen, das ist relativ bekannt. Und ich würde jetzt auch anhand vom Osterwalder so drei grosse Sektoren erzählen.
Wo ich als spannend anschaue, das eine ist einfach Markt, Produkt, Markt, Kunden, Zugang zum Markt, das ist der eine Punkt. Der zweite ist natürlich das finanzielle Modell, was kostet, was bringt es, das ist grundlegend, wenn das nicht stimmt, dann funktioniert ja alles nicht. Und der dritte Block ist, also eigentlich, wie komme ich zu so einem Produkt, wie baue ich so etwas, weil das ist ja völlig etwas Neues gewesen, oder? Im grünen Bereich, am Kunden, haben wir als Grundannahme so gesagt, so nahe wie möglich am Bestehenden, möglichst nicht zu viel verändern. Weil das kennen wir wirklich. Beim Blauen haben wir gesagt, ja, da müssen wir ein völlig neues Modell entwickeln, keine Ahnung, wie es geht. Und beim Roten haben wir gesagt, wir haben so keine Ahnung, wie man digitale Geschäftsmodelle und Plattformen programmiert und baut. Also, das machen wir auf gar keinen Fall so. Das ist mal so Grundlinie gewesen. Und das Vertrauteste ist natürlich der Kunde, den haben wir gekannt. Wir haben gesagt, so nahe wie möglich am bestehenden Kunden. Weil das ist natürlich einfach, die kennt man, da kann man einfach vorbeigehen. Oder? Und wir haben einfach ein paar ausgewählt von denen 3.500 und dann haben gesagt, jetzt gehe ich zu denen und rede mit denen. Und das Produkt, und das ist auch das, was ich jetzt erzähle, und das ist das Erste, was wir gemacht haben, ist einfach einen Brief verschicken. Ganz einfach. Also nichts wahnsinnig Aufregendes. Ja, dann bin ich Kunden besuchen. Habe nach Osterwalder Jobs to be done und Needs und Pains und diskutiert. Und dann haben sie gefragt, ja, Rechnungen verschicken, wie geht denn das? Und einen Brief verschicken, wie geht denn das? Und dann bin ich darauf gestoßen, dass viele von unseren Kunden neben dem, dass sie Rechnungen und Briefe verschicken, ab und zu einen Serienbrief verschicken. Und meine Konklusion nach 2-3 Gesprächen ist gewesen, wer einen Serienbrief schickt oder verschicken muss, der hat verloren. Wenn er es gut macht, dann sagt man, ja, der Matthias hat einen Serienbrief verschickt, so was. Und wenn es nicht erfolgreich macht, dann sagt mir der Matthias, schafft es ja nicht einmal, einen Serienbrief erfolgreich zu schicken. Und das ist ja dann nicht so gut für den Matthias. Oder? Aber einen Serienbrief machen, das ist ein recht kompliziertes bis komplexes Projekt, weil derjenige, der das machen muss, dann muss er einen finden, der diesen Brief schreibt. Das ist oftmals, also ist ja vielleicht jemand aus dem Marketing oder ein Externer. Und dann das muss sicher zum Chef gehen, oder? Und der Chef steuern ist immer ein schwierig, oder? Und dann irgendwann hat er den Brief, aber er hat sicher irgendwo eine Deadline, oder? Wo er den sollte rausschicken, weil vielleicht ist es eine Einladung an eine Ausstellung und die muss rechtzeitig raus. Er muss vielleicht noch irgendeine Beilage dazu produzieren lassen. Wenn jetzt im fertigen Brief ein Schreibfehler ist, danach diskutiert man nicht darüber, der Chef, der es geschrieben hat, sieht Schutz. Und selbstverständlich der den Brief am Schluss gemacht hat, hat eben nicht aufgepasst, weil das könnte man ja herausfinden. Oder? Wenn es spät rausgeht, dann ist es gar nicht gut. Oder? Das kann für den Stelleninhaber ganz unangenehme Situation an. Also einer meiner Kunden hat mir gesagt, ja, einmal im Jahr, der Verantwortliche für die Rechnung, ja, einmal im Jahr mache ich auch eher, also das Marketing macht, und einmal mache ich auch eher im Jahr einen Serienbrief. Und ich sage, ja, was für, ja, das sind die Einladung zu GV. Und wenn die Einladung zu GV einen Tag spät rausgeht, dann redet er mit dem Verwaltungsratspräsidenten. Und die Unterredung will er nicht haben. Also das kann sehr, sehr, sehr kritisch sein. Und wenn man dann einmal so weit ist, dass man den Brief jetzt tatsächlich hat und ich weiß nicht, die 1000 oder 2000, was immer sie sieht oder Brief drucken, dann geht man auf den Bürodrucker und dann ist, ja, der geht nämlich knü, weil er für so ein grosses Volumen auf einmal einfach nicht gebaut ist. Und der wird dann heiß und raucht und dann gibt es Verzögerung und nachher dann muss man es noch verpacken. Also das ist überhaupt nicht lustig. Gut. Also haben wir gesagt, ja, also können wir den vereinfachen. Dann haben wir den ganzen Prozess angeschaut, haben gesagt, ja, vorne raus gestalten, schreiben, Layout, ist kompliziert. Wenn man da ein Produkt bauen würde, ist das extrem erklärungsbedürftig. Sogar ein Produkt wie Word, wo alle Menschen kennen und wo unglaublich viele Investitionen in die Entwicklung gemacht wurden, ist kompliziert, wenn man einen Serienbrief macht. Ich finde es, also
begrenzt lässig, oder? Also dort wollen wir nicht. Aber wir setzen dort auf, wo der Brief da ist und nehmen die letzte Strecke ab. Also in dem Moment, wo er den Brief hat, kann er ihn ganz schnell, einfach, ohne Aufwand verschicken. Also dort ist die Vereinfachung drin. Und das ist auch der Prozess, den wir sehr gut verstehen, oder? Und natürlich haben wir gesagt, wir wollen ja schnell starten. Also wir wollen nicht ein möglichst kompliziertes Produkt entwickeln, sondern wir wollen ein möglichst einfaches Produkt entwickeln. Von den Kunden, die wir besucht haben, ist natürlich, das sind die bestehenden Kunden gewesen, und die bestehenden Kunden, machen das wie früher, also die haben eine Maschine oder machen es von Hand, also das sind eben nicht digitale Natives, obwohl wir ein digitales Geschäftsmodell entwickeln, reden wir primär mit Kunden, die eben nicht im digitalen Raum schon drin sind und das alles so machen, sonst würden wir gar nicht mehr mit denen, oder sie gar nicht mehr mit uns reden. Und damit ist eigentlich ganz klar, sich der persönliche Kontakt zu diesen Kunden, das Produkt erklären können, ihnen helfen können, das Produkt anwenden, das ist ganz wichtig, und wir haben so im Laufe der Entwicklung von diesen Produkten auch gelernt und verstanden, dass, obwohl wir sagen, das ist ganz, ganz, ganz einfach, ist es nicht so, dass Kunden sich jetzt einfach drauf stürzen und das selbstständig so machen. Nicht, weil das zu kompliziert wäre, sondern weil die haben einen anderen Prozess. Den Prozess sind sie sich gewöhnt, und eine Prozessänderung macht man eigentlich nicht ohne Not, ohne dass man müsste. Und sogar in der Corona-Zeit, wo man gesagt hat, ja, jetzt sind alle im Homeoffice, oder jetzt müssen sie ja dringend eine neue Lösung haben, wie die ihre Rechnungen verschicken, haben die Firmen sich eigentlich ganz stark bemüht, irgendeine Lösung zu finden, wer im Büro ist und wer es im Büro macht, und dort muss man es nur einmal in der Woche machen, statt jeden Tag, bevor sie von sich aus gesagt hätten, wir wollen eine andere Lösung. Das hat nichts mit der Qualität der Lösung zu tun, sondern irgendwie mit dem Verhalten von den Menschen, dass sie neue Sachen nicht einfach so leicht annehmen, sondern einen ganz starken Grund brauchen, warum sie das machen sollen. So, jetzt können wir geschwind reinschauen, wie das dann daherkommt. Also jetzt sind wir auf dieser Plattform, und da gibt es verschiedene Produkte, oder? Ein Brief und ein Archiv und das DMS. Und jetzt schauen wir den Serienbrief an. Und ich habe gesagt, die Ausgangslage ist, der Kunde hat seinen Serienbrief parat als PDF, das ist die Bedingung, oder? Jetzt kann ich den einfach da aufladen. Jetzt sehe ich da, hat Serienbrief, das ist ein Word-Brief ohne Logo, Briefpapier habe ich ja vielleicht auf dem Drucker, oder? Die Adresse sehe ich auf der rechten Seite, ich würde den gerne farbig drucken, weil ich kein Briefpapier habe, ja, dann jetzt tue ich da ein Briefpapier dahinter legen, oder? Ein Logopapier, sehe ich da, ein Logopapier, oben links die Adresse, das Köliker-Logo. Ich werde jetzt vielleicht noch eine Beilage dazu legen, die bei jedem Brief gleich ist. So, jetzt habe ich das so das Wesentliche definiert. Das ist mir wichtig, muss per Post raus, es geht in die Schweiz. Und jetzt schicke ich den Auftrag weiter. Die Plattform rechnet mir jetzt eigentlich eine Vorschau. Hoppla. So, da ist sie. Und ich sehe jetzt eigentlich, da ist jetzt mein Brief, oder? Ich sehe die Adresse, die am richtigen Ort ist. Das ist der Adressrahmen. Da kann ich prüfen, funktioniert das Fenster, habe ich rechts definiert. Ich sehe jetzt, da hat es mein Logo dahinter. Und ich sehe jetzt, ich habe da eine zweite Seite. Und dann geht das so weiter und weiter und weiter. So, jetzt kann ich eigentlich bereits freigeben zur Produktion. Damit ist der Serienbrief produziert, oder? Das ist jetzt nicht nur ein kleiner, das sind 1000 Seiten, das geht ganz schnell. Aber wenn man sich jetzt überlegt, wenn das 1000 Seiten sind und die muss ich auf dem Drucker drucken und nachher verpacken und dann muss ich die Gouverne auf Post bringen, ist doch sehr viel einfacher. Also das erfüllen wir auf jeden Fall mit dieser Lösung. Gut, das wäre das Produkt gewesen. Jetzt sieht der zweite Teil, das Geld, unten. In der Base, also Kosten und Ertrag. Spannend ist natürlich der Ertrag, oder? In diesem Geschäftsmodell haben wir quasi drei Ertragsquellen. Die eine Ertragsquelle ist Produzentenmarge, oder? Wir tun ja schon Briefe drucken und verpacken, also das machen wir schon. Und wenn wir jetzt einfach da mehr Aufträge bekommen, dann haben wir dort eine volle Produzentenmarge drauf.
Das ist natürlich super, das ist bekannt, das ist nichts Neues, das ist nichts gefährlich, wir wissen, wie es geht. Oder? Die zweite, das ist ein neues Element, dass wir gesagt haben, ja, die Plattform, die kostet etwas und die muss ja auch irgendein Markup machen, auf was sie vom Produzenten überkommt, weil sie tut ja dem Produzenten jetzt Aufträge geben. Dann muss ihr quasi einen Rabatt geben. Und natürlich nicht nur im Hinblick auf die eigene Fabrik, im gelben Bereich wäre das gleich, aber wenn wir dann fremde Fabriken anhängen, oder, dann müssen wir ja irgendetwas haben, wo wir rausnehmen. Und auf der dritten Seite, das ist auf der rechten Seite, der Kunden akquiriert, der Reseller oder der Verkäufer, der will ja auch etwas haben. Also typischerweise will er irgendwo 30% vom Umsatz überkommen, wenn er einen Auftrag generiert, von dem lebt er. Das sind die drei Geldquellen, die man hat. Jetzt in der Anfangsphase ist es für uns sehr einfach. Wir spielen alle drei zusammen, sodass wir den vollen Ertrag vom Auftrag haben, wie wenn wir ihn im alten Modell gemacht hätten. Und das hilft uns natürlich dann in der Finanzierung von unserem Startup. Oder? Wir haben am Anfang gesagt, wir wollen das selber finanziert aufbauen, wir wollen nicht Investoren suchen. Das ist durchaus anstrengend. Ich habe gerade kürzlich mit einem Kollegen geredet, der ein Startup Investoren getrieben hat. Er hat gesagt, weißt du, ich brauche einen Tag in der Woche für die Investoren. Und jede Runde braucht wieder sehr viel Aufwand. Die Zeit kann man ja auch anders brauchen. Aber es ist natürlich auch ein anderes Modell, das wir da haben. Gut, also das wäre Teil von der Einnahmen. Zu den Kosten kommen wir noch. Und jetzt müssen wir das Produkt bauen. Wir haben eine wunderbare Idee. Ich habe natürlich vorgegriffen mit dem Zeigen vom Produkt. Aber ich habe jetzt eine wunderbare Idee und ich stelle mir vor, dass das so geht. Aber ja, wie baue ich das? Also, wir haben einfach keinen Plan gehabt, wie man so eine Plattform entwickelt. Keine Ahnung. Und ich hätte auch nicht gewusst, wer das macht. Und ich habe mal mit Softwareentwicklern geredet, dann sind da so 3 Mann ja etwas in der Luft gestanden. Okay. Und das ist definitiv, das geht nicht, oder? Und da haben wir dann eigentlich über unseren Coach, bin ich in ein Netzwerk hineingekommen und habe es ganz bewusst auch gesucht, ein Netzwerk von Firmen und Menschen, wo sich jeden Tag mit dieser Art von Problemen auseinandersetzt. Nicht nur mit Plattformbau, aber mit all dem, was es dazu braucht. Und in diesem Netzwerk sind wir gesucht und haben gesagt, also, wer könnte uns jetzt helfen, so eine Plattform bauen? Und dann haben wir tatsächlich einen gefunden, der hat das schon mal gemacht. Der hat so eine Plattform gebaut für ein ganz ähnliches Produkt. Und da war alles rum, mit Ausnahme von der App, die ich vorher gezeigt habe. Aber der ganze Rest, die ganze Organisation, die war schon da gewesen. Und damit haben wir eben nicht mehr über 3 Jahre Entwicklung müssen diskutieren, sondern über ein paar Monate. Einfach die App vorne noch entwickeln. Und damit natürlich auch nicht über, ich sage, ein Jahr Go-to-Market oder noch länger, sondern über 6 Monate. Und ohne das wäre es absolut nicht möglich gewesen, zu vernünftigen Kosten ein erstes Minimal Viable Product überhaupt zu entwickeln. Hätten wir glaube ich, gerade wieder müssen aufhören. Was für mich eigentlich an dem auch ganz wichtig war, ist eigentlich in das Netz hineinkommen. In das Netz von Menschen hineinkommen, die sich mit dieser Welt, wie mit dieser Welt Business machen, was das Business treibt und wie die Modelle funktionieren, in Kontakt, in Austausch kommen. Das hat mich so begeistert, dass ich mich dann als Gründungspartner mit engagiert habe, wo die gesagt haben, hey, jetzt bauen wir eine Beratungsfirma, eben das Parato, wo KMUs hilft, die digitale Transformation zu bewältigen, wenn sie das wettet machen. Jetzt natürlich mit dem Übernahme von einer bestehenden Plattform ist auch gesagt, das hat nicht in allen Details zu 100% dem entsprochen, was wir aus heutiger Sicht sagen, was wir brauchen. Das gibt Anpassungsbedarf, man wird die dann einmal überarbeiten müssen. Ich bin aber ganz sicher, das wäre auch passiert, wenn wir das ganz speziell nur nach unseren Kriterien entwickelt hätten, weil zu dem Zeitpunkt haben wir mit aller Liebe eigentlich gar nicht gewusst, was man alles braucht.
Gut, jetzt haben wir das gehabt, sind live gegangen. Kleine verschworene Gruppe, die gesagt haben, jetzt machen wir das. Drei, vier in der Firma, der Rest nicht. Die restlichen 40, 45, keine Ahnung von dem, haben das auch nicht gekannt. Und das war auch gut gewesen, aber jetzt haben wir es angefangen auszurollen. Oder? Und dann haben wir so ein paar Hindernisse angetroffen. Das ist wie bei einem Hindernisrennen. Oder? Also man geht zweimal über den Parcours und jedes Hindernis, das man überspringt, ist auch eine Herausforderung. Es braucht viel Kraft und B, man könnte auch stolpern und den Jockey verlieren oder ganz auf die Nase fallen. Also wenn man den anschaut, der da vorne ist, der hat es jetzt gerade knapp überstanden, aber bei dem hat es also recht gerumpelt. Eins der wichtigsten Hindernisse ist eine erfolgreiche Vergangenheit, und das ist jetzt ein Nachteil, wenn man das bestehende Business transformiert, verhindert Transformation. Weil immer wenn es schwierig wird, dann geht man wieder zurück. Und am Anfang hat man rechte Investitionen gemacht, trotzdem, das ist günstig gemacht, man hat rechte Investitionen gemacht und es läuft eigentlich nicht wahnsinnig viel, oder? Und dann kommt der Finanz und sagt, ja, aber hey, schau mal, so viel Geld hast du ausgegeben und so wenig kommt rein. Und wenn ein Bruchteil von dem Geld ins alte Geschäft willst investieren, dann täte ja das viel besser performen. Ja, mit dem alten Geschäft haben wir Maschinen verkauft. Den Ertrag hat man gerade zum Zeitpunkt vom Verkauf gehabt, haben wir zum rechten Anteil. Und im neuen Geschäft braucht es 7 Jahre, bis man gleich viel Geld verdient. Nur schon von dem her, das ist klar, das geht am Anfang einfach nicht auf. Und der Widerstand kommt, weil der ganze Rest von der Mannschaft ist nicht überzeugt von dieser Idee. Die verstehen die jetzt immer gar nicht. Die sagen, was machst du denn jetzt wieder? Und ob das jetzt der Revisor oder der Verwaltungsrat oder die Frau ist, ist ziemlich gleich. Der Widerstand kommt. Das Zweite ist, es geht einfach immer länger, als wie man meint, oder? Und auch wenn man weiß, dass man über 30 Hindernisse muss, das Nächste kommt auch immer so ein bisschen unerwartet. Und es sieht nicht ganz genau so aus, wie man denkt. Man kann das nicht vorhersehen. Und es braucht viel mehr Ressourcen, wie man gemeint hat. Und ich meine das nicht in Geld, sondern in Kraft und Zeit. Es ist auch so geistige, emotionale Ressourcen, die es braucht. Also man muss sich immer wieder darauf einstellen und motivieren, jetzt kommt das nächste Hindernis. Und dann muss man drüber gumpen und dann kommt man drüber oder das rumpelt und dann das nächste. Und das nächste ist durchaus ein ermüdender Prozess und dann muss man einfach durchstehen. Weil der Erfolg kommt nicht so schnell. Es ist schön, wenn bei jemandem der Erfolg so einfach sofort kommt, aber es dauert. Und das Durchstehvermögen muss man entwickeln. Und dann ist natürlich wirklich das alte Business ist einfach profitabel. Und das kann schon demotivierend sein, auch wenn man es neu lässig findet. Und es rührt einem zurück. Der Mensch ist jetzt einfach so gebaut, ich glaube, da bin ich keine Ausnahme, dass man immer wieder ins Gewohnte, gerne ins Gewohnte zurückgeht. Und vor allem dann, wenn es ein bisschen eng wird, wenn es ein bisschen schwierig wird oder eine Krise kommt, wie jetzt Corona, dann hat man eine gewisse Neigung, dass man hören wir auf mit dem Zeug, das braucht ja nur Kraft, wir machen es wieder wie früher. Und das muss man durchstehen. Muss es durchstehen. Es gibt nichts anderes. Es durchstehen. Gut, also wo sind wir jetzt? Wir haben ein digitales Offering, wir haben die digitalen Produkte auf dieser Plattform, mehr wie eins. Die funktionieren, wir haben Kunden, die das annehmen, dass es wächst. Wir haben den Anspruch, dass es einfach ist, nicht in allen Produkten erfüllt. Also das ist eine dauernde Arbeit, das muss man dauernd überarbeiten. Also für mich ist so ein leuchtendes Beispiel Apple, oder von der intuitiven Bedienung. Bei den komplexeren Produkten ist das noch nicht ganz so, aber man muss einfach schaffen dran. Oder? Das Dokumentenmanagementsystem ist natürlich auch sehr viel komplexer, als wir einen Brief verschicken. Der ist ziemlich einfach, der funktioniert. Oder? Und wir sind ziemlich schnell geworden. Spannender, was eigentlich dran passiert ist, trotzdem, dass die neue Form vom Gleichen jetzt wächst, sich positiv entwickelt, leidet das Alte nicht darunter. Also ich hätte eigentlich gewartet, ja, dann geht das alte Geschäft zurück. Dann nimmt das ab. Passiert ist das Gegenteil. Und die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, Dynamik, die Geisteshaltung, die Kultur, die man im neuen Geschäft entwickelt, das schnell ausprobieren, fürschigen, flexibel sein, hinterfragen, das hat sich angefangen übertragen auf den Rest der Firma, auf die das alte Geschäft machen. Und damit sind sie erfolgreicher geworden.
Und das finde ich eigentlich noch so ein spannender Bonus, den man da dann noch überkommt, wenn man sich auf das Abenteuer einlädt. So, jetzt habe ich 5 Minuten überzogen. Kein Problem, Matthias. Vielen Dank für den spannenden Einblick in die Veränderung bei Kölika. Wir haben da schon ein paar erste Fragen im Chat. Ich glaube, ich wollte auch mit denen starten. Ich würde aber unten anfangen, Jan. Wir kommen gleich auf die Details zu der Lösung. Wenn du willst erlauben, würde ich gerne den Punkt von Michael aufnehmen. Ihr könnt aber auch, wie ich geschrieben habe, gerne jetzt, wenn ihr fertig gegessen habt, die Kamera anschalten und euch selber unmuten. Ist alles möglich. Da könnt ihr auch direkt mit dem Matthias sprechen. Matthias, der Michael hat geschrieben, wie und wer hat die kulturelle Transformation bei euch begleitet? Und wie habt ihr, du hast es ein bisschen angetönt, das neue Geschäftsmodell organisatorisch eingebettet bei euch? Also ich habe nicht einen Kulturcoach engagiert. Das haben wir selber gemacht. Also wir haben an dieser Kultur gearbeitet. Also wir haben ganz relativ früh in dem Prozess haben wir definiert, was wollen wir eigentlich. Oder wir sind eine Firma mit höherem Marktanteil, mit monopolähnlichem Verhalten, also relativ träge. Oder? Und, also wir müssen das dynamischer gestalten. Oder? Wir müssen wegkommen von dem, es ist so, wie es gewohnt ist und es geht ja alles gut, wieso soll etwas ändern. Und da haben wir gesagt, ja, wir wollen den Unternehmer ein Entrepreneurship-Verhalten generieren. Und wie erreichen wir das? Wir haben gesagt, ja, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter von oben ab eigentlich einen hohen Lohnanteil im Gewinn von der Firma finden. Also wenn es der Firma gut geht, geht es ihnen auch gut. Also wir haben jetzt keine reale Beteiligung als Anteilseigner, das ist ein Schritt, der noch kommt. Das werden wir in den nächsten Jahren umsetzen. Aber also das Management, wenn der Gewinn von der Firma gut ist, verdienen es sehr, sehr gut. Wenn der Gewinn von der Firma nicht da ist, dann ist es also nicht wirklich spannend. Also, nicht lustig. Nicht so, dass es schlecht ist, aber spannend ist es dann nicht. Für das arbeiten die nicht. Die könnten dann wirklich Besseres machen, oder? Und das haben wir zuerst beim Top-Management eingeführt. Jetzt haben wir es in der zweiten Management-Ebene. Im letzten Jahr haben wir angefangen, das richtig Mitarbeiter runterzuziehen, dort ganz sanft. Wir haben einfach gesagt, das letzte Jahr war gut gewesen. Wir haben einfach gesagt, jeder kriegt einen kleinen Bonus. Also zusätzlich, oder bei normalen Mitarbeitern, Büroangestellten oder Produktionsmitarbeitern kannst du nicht hergehen und sagen, wir nehmen dir jetzt deinen 13. weg und dafür hast du eine Erfolgsbeteiligung. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir einen kleinen Betrag, es waren glaube ich 1'000 Franken pro Mitarbeiter und Jahr, wo man gesagt hat, hey, wir haben ein gutes Jahr gehabt, wir teilen mit euch. Und aus dem natürlich das entwickeln, oder? Und mein Traum ist, dass wenn sich zwei Kölikers beim Kaffee treffen, dass sie zwar nicht ausschließlich, aber doch auch darüber reden, wie geht es der Firma finanziell und wie könnte unser Bonus Ende Jahr aussehen. Michael, du hast dich auch schon unmuted. Hat der Matthias deine Frage beantwortet? Da möchtest du noch etwas nachschieben? Tipptopp, merci. Ich habe noch eine Frage, wo wir das Projekt gestartet haben. Ist das immer offen und transparent kommuniziert worden oder hat man da so mal in einem kleinen Büro mal so probiert, einfach für sich mal so erste Ideen zu generieren, ohne dass die grosse Belegschaft schon informiert ist? Also ganz am Anfang haben der Markus und ich darüber diskutiert, was würde das bedeuten, wenn man die Firma in Zukunft dreht. Also Markus und ich kennen uns seit 30 Jahren, darum ist er auch mein Coach, er kommt ja aus dieser Industrie. Und ist sicher mal unter uns zwei so ein Masterplan entwickelt. Aber dann, glaube ich, haben wir relativ bald angefangen, das Management einbeziehen und auch die Leute darüber zu informieren. Also es ist nicht so, dass wir das im Geheimen gekocht haben, sondern wir haben das dann schon geteilt und erzählt und transparent gemacht. Aber es ist natürlich, wie soll ich jetzt sagen, die meisten Mitarbeiter, die wir haben, ja, die haben das mal zur Kenntnis genommen, dass wir jetzt da etwas basteln und haben gesagt, ja, ist gut. Oder? Und dann sind sie wieder gegangen und haben das Gleiche gemacht wie vorher. Und darum sage ich auch, die verschworene Gruppe, das sind am Anfang wirklich wenig gewesen. Und nur mit dem Leben, mit dem Machen, mit dem Ausdehnen
wird die Gruppe grösser. Heute ist die Gruppe deutlich grösser. Das gesamte Management, auch vom bestehenden, vom alten Geschäft, die sind involviert, die kennen das, die wissen das, die arbeiten mit. Also, oder wir haben Meetings also jetzt haben wir kurz ein Meeting gehabt, wie tun wir den Verkauf verbessern? Von dem, einer von den wichtigsten Punkten, wie verkaufen wir das Zeug? Das ist nicht anders wie früher, oder? Und da haben wir aber auch den Geschäftsführer vom Hardware-Bereich drin. Ja, warum? Der profitiert genau gleich für sein Geschäft von dieser Diskussion. Er bringt ja unglaublich viel Erfahrung von seiner Welt drin, oder? Also heute ist es schon recht breit abgestützt. Aber ein technischer Mitarbeiter im Service-Aussendienst, der interessiert sich ein bisschen weniger für das, was wir da täglich machen. Das stimmt einfach zu weit weg. Er weiß es, aber ist auch okay. Das heisst, ihr habt eigentlich immer so den Projektstatus so immer kommuniziert, was gerade läuft und was der Stand ist im Unternehmen. Ja. Ja, haben wir geteilt. Matthias, vielleicht noch eine Ergänzung, weil das mit der Kultur ist schon wichtig. Du hast ja das wollen, dass alles Unternehmer werden, oder? Und du hast jetzt nicht erzählt die Geschichte, aber am Anfang warst du ein bisschen frustriert gewesen, oder? Dann hast du eine Mitarbeiterumfrage gemacht. Also, ja. Und irgendwie ist eigentlich rausgekommen, er hat gemeint, das sagen alles schon mit Unternehmer. Und zu seinem Schrecken hat er festgestellt, dass er überhaupt, also ja, die wollen gar nicht, die wollen einfach einen Lohn bekommen und arbeiten. Und dann ist gut, ich war frustriert gewesen. Und ich glaube, was gemacht ist mit dem Bonus, ist, was, das tut so nach Bonus, so monetär und kurzfristig, ist es aber eigentlich nicht. Erstens ist es ein Long-Term-Incentive-Plan, also nicht nur für das Jahr, sondern auf die Zukunft ausgerichtet. Und zweitens, es gibt keinen individuellen Bonus, es gibt nur von der Firma her. Und darum ist natürlich der Produktchef, also vom alten Geschäft, der ist furchtbar interessiert am neuen Geschäft. Und, ja. Und die arbeiten wirklich heute, und ich glaube, das ist der grösste Erfolg, den du auch wahnsinnig gut gemacht hast. Es ist ein neues Team, wir mussten auch ziemlich müssen wechseln, das muss man auch sagen, da sind nicht mehr die gleichen Leute dabei wie am Anfang. Es ist ein wirklich ein richtig cooles Team, das Freude hat, miteinander das zu machen und das auch allen transparent erzählt. Ja, also eben zu dem, was du gesagt hast, Bonus, oder? Der Bonus bemisst sich nach dem Erfolg von der Firma insgesamt und nicht nach der persönlichen Leistung. Danke, Markus. Super, jetzt würde ich gerne den Schwenk machen zu der Frage von Jan und zu den Kunden. Matthias, du hast gesagt, du bist Kunden besuchen. Ich habe das ganz charmant gefunden. Innovation startet ja eigentlich beim Kunden. Und du hast dir angeschaut, wie bei denen die Prozesse aussehen. Also du bist eigentlich ausgegangen von dem, was ihr schon kennt habt, wo eure Kernkompetenzen gewesen sind, und bist dann tiefer gegangen in die Prozesse von deinen Kunden. Der Jan hat eine relativ konkrete Frage, wo man vielleicht dann auch noch verallgemeinern kann. Er will wissen, ob es eine API gibt, wo zum Beispiel man ein bestehendes CRM oder ERP anhängen kann, sodass man Adresslisten etc. bei euch ins System einspeisen kann. Ich würde das quasi gerade aufgreifen und sagen, eben, wie habt ihr jetzt vom Basic, vom ersten kleinen Prozess, wie sieht eure Roadmap aus, wie entwickelt ihr euch weiter? Okay, also das sind drei Fragen. Ja, also das eine, ja, ausgehend bei den bestehenden Kunden. Schlicht und ergreifend, ich kann einfach nur die Kunden, die ich habe, ich kenne nur die, und die einzigen, die ich einfach so einfach reinkomme. So einfach ist es. Und ich kann nur über das schwätzen, wo ich wirklich rauskomme. Und alles andere wäre wahnsinnig kompliziert. Ich weiss, wenn man ein Startup hat, eine tolle Idee und dann fängt man ganz null an, weiter Weg. Und ich habe gesagt, und ich bin extrem risikoavers. Also lieber einfach das, was ich schon kennen mache, und darum einfach zu den bestehenden Kunden mit denen sprechen. Und von dort aus ausgehen. Mit dem Nachteil, dass die Transformation natürlich nicht revolutionär ist, das ist nicht disruptiv, völlig wahnsinnig, alles Neues. Und es ist so in kleinen Schritten. Aber ich habe einmal gelernt im Reiten, in der Ausbildung von Pferd Silentement, qu'on fait les progrès. In kleinen Schritten für sich kommen, ist eine relativ sichere Sache. Und wenn man in grossen Schritten für sich geht, dann könnte man auch aufs Näschen gehen. Also das ist das eine. Das andere ist zu der konkreten Frage, jawohl, es gibt ein API, wo man ein ERP, CRM oder was auch immer für das System anbinden kann, damit man jetzt zum Beispiel Briefe verschicken kann, auch für die anderen Lösungen, die sind, soweit es notwendig ist, mit APIs, mit der Umwelt verbunden. Und jetzt die Roadmap, oder? Also
Der Brief ist das erste Produkt, wo wir auf den Boden gebracht haben, wo wir installiert haben und wo funktioniert. Schlicht und ergreifend wieder. Es ist das Produkt, das am meisten versteht. Dünnt davon, es ist am einfachsten für uns gewesen, zum Umsetzen. Es gibt andere, die so eine Sachen auch machen, oder? Die haben 3-4 Jahre Entwicklung gebraucht, bis sie ein brauchbares Produkt haben, weil für sie das einfach neu war. Die haben lange Entwicklung gehabt, große Investitionen gehabt, weil für sie das völlig neu war. Tolle Idee gehabt, Briefe nicht mehr auf dem Drucker, sondern irgendwie übers Internet können verschicken. Aber das ist natürlich vielen weiterer Weg, oder? Und das war für uns natürlich ganz einfach gewesen. Und jetzt tun wir einfach Schritt um Schritt weitere Funktionen quasi aufbauen. Und die zweite, sagen wir, eine ganz wichtige, grosse Lösung ist, ich sage dem Archiv, niemand versteht, was ein Archiv ist, oder? Alle sagen, wir wollen kein Archiv, wir wollen das Dokumentenmanagementsystem. Das Archiv ist eben ein Dokumentenmanagementsystem, weil im Büro, Backoffice, das Wissen von Firmen ist Dokument. Schon immer so gewesen und ist im Moment auch noch so. Oder? Und die Dokumente sind früher physisch gewesen, heute sind sie halt digital. Das ist der einzige Unterschied. Und also das Repository, wo die digitalen Dokumente A drin sind und B wieder vorkommen, das ist nämlich das Entscheidende daran, dass sie nicht ganz einfach vorkommen und auch gesichert drin sind, das ist das Herz von einer Unternehmung bezüglich Administration. Nicht der Kernprozess, den er macht, aber bezüglich Administration. Also haben wir ein Archiv gebaut, das haben wir nicht selber gebaut, mit einem Partner, auf der Idee, dass man nicht Dokumente versorgt, sondern dass man Dokumente findet. Mit der Information Retrieval Maschine. Das ist ein Datensee und ein Fischerbötchen mit einer ganz schlauen Route, wo ich genau das Dokument finde, das ich will. Und dann kann man mit dem Dokument jetzt anfangen, Prozesse anhängen und Workflows und weitere Funktionen dazu. Und so in der nächsten Zeit ist zum Beispiel auch eine digitale Signatur, also eine Unterschriftenlösung, oder? Das ist ein bisschen schwierig mit Corona, alle daheim und ich muss jetzt das Dokument von 3 Personen signieren lassen. Und das ist so eine von den nächsten Sachen, die auf der Roadmap kommt. Und da kommen natürlich immer mehr Produkte. Wir schauen um, was gibt es, was können sie machen. Und wenn wir ein Thema identifiziert, dann sagen wir, okay, das ist das Nächste, das bringen wir. Da könnten auch Services dazugehören. Im weitesten Sinn, da ist die Welt extrem breit und offen. Also es gibt wahrscheinlich unendlich viele Lösungen, die man auch noch dazu haben könnte. Und das, was ich jetzt gesagt habe, also das, was wir haben, das DMS ist das Nächste. Und nachher die Signatur. Mit dem Blick auf die Uhr, ich wollte noch Gelegenheit geben für weitere Fragen und vielleicht auch noch einen Punkt aufnehmen, wo mich ganz wichtig dünkt für den Innen. Ich habe ja gesehen, es hat ein paar andere Unternehmer, KMUler drin. Und zwar hast du vorher gesagt, es geht recht lang, bis das neue Geschäft so viel Umsatz macht oder sich so rentiert wie das alte. Es gibt da so einen Ansatz dazu, für die sich weiter dafür interessieren. Das heisst, you have to swallow the fish. Da gibt es so ein kleines Modell. Matthias, wie geht ihr denn damit um? Du als Unternehmer, du hast aber auch ein Board, du hast ein Management, hast vorher beschrieben, du hast eine ganze gescheite CFO bei dir. Wie haltet ihr das aus? Wie habt ihr KPIs, Milestones, wo ihr das anschaut, wo ihr seht, ihr seid positiv unterwegs? Oder Ressourcen sind ja immer so ein Thema im KMU. Wie regelt ihr das bei Kölliker? Also in der ersten Phase war es einfach durchstehen. Alle sind gegen mich. Nein, der Markus hat mir geholfen. Alle anderen sind gegen mich. Ich habe gesagt, es funktioniert nicht, das braucht niemand, das kostet viel Hilfe. Du musst einfach durchstehen, entweder bist du überzeugt oder nicht. Und jetzt sind wir so in der Phase, dass also wenn ich Gesamt-Vollkostenrechnung mache, dann geht es natürlich noch nicht auf. Aber es fängt an zu ziehen und jetzt sagt man sich, okay, wenn wir das so weitermachen, dann könnte das funktionieren. Ja, doch, okay, machen wir ein Budget. Sie ist jetzt da cool und sagt, ja, wenn es das nächste Jahr noch nicht aufgeht, dann ist das nicht so tragisch, aber übernächstes Jahr muss es aufgehen und dann will sie natürlich einen Plan dahinter sehen und dann will sie auch die Performance sehen. Jetzt sind wir aber auch in der Reife von dem Modell so weit, dass wir das vernünftig können machen, oder? Am Anfang hätten wir das nicht können machen. Wir haben schon ein Budget gemacht, und einfach Bundesträume. Alles wunderschöne Zahlen auf Excel, ist wahnsinnig geduldig. Hat einfach nicht so funktioniert, weil wir nicht so schnell vorwärts gekommen sind, wie wir das vielleicht uns geträumt hätten. Jetzt sind wir so in einer mittleren Phase drin, es ist griffiger, man versteht es.
teilweise Produkte laufen jetzt, fangen an zu ziehen. Das Archiv ist immer noch am Anfang, das ist noch nichts grosses Business. Und das braucht noch Ressourcen, weil wir ja da auch in einen Bereich hineingehen, wo wir nicht so viel Know-how haben. Also müssen wir immer noch forschen und lehren und entwickeln. Also wie verkauft man es, wie geht man um? Oder es wird auch immer mehr, das Marketing wird auch immer mehr wichtig als Herausforderung, wo man dran arbeitet. Aber ja, am Anfang muss es durchstehen und dann mit der Zeit kommen der erste Erfolg, Kunden kommen und dann nimmt der Widerstand ab und man gewinnt Freunde, was sagen, ist nicht cool, wenn wir das so weitermachen. Merci Matthias. So, mit dem Blick auf die Uhr wollte ich nochmal die letzte Gelegenheit geben, eine Frage zu stellen. Der Matthias, ist ein Schlag 1. Wir sind ja da im Time Management bei der Digi-Community immer recht gut. Dann warte ich jetzt mal noch schnell, ob jemand sich noch unmuten will. Und so lange mache ich noch schnell eine Überleitung. Matthias, Sachen, was mir auch noch gut gefallen haben, du hast von Schnuff geredet und sich von sich vernetzen. Der Marc. Nein, es ist nur zum Sagen, ich bin sehr zufrieden gewesen von der Präsentation. Super gewesen. Super, genial. Danke vielmals. Perfekt, merci vielmals. Eben, ja. Es bleibt mir auch nicht mehr, wie dir zu danken, Matthias. Auf allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute für den Schnuff oder Weihnachten noch eine spannende Case-Study sich angeschlossen von der Firma Kölka. Sich vernetzen, das ist Digital Community und Parato auch ein riesiges Thema und ich hoffe, dass wir uns bei den nächsten Webinaren wiedersehen. Und Matthias, du siehst auch im Chat, ganz vielen Dank für deinen spannenden Vortrag und ich sage allen schon mal noch einen ganz schönen Tag und wer möchte, kann Matthias jetzt noch Tschüss sagen. Da wäre es dann von meiner Seite gewesen. Vielen Dank. Ich sage auch herzlichen Dank, wünsche euch einen schönen Tag und dann schöne Festtage.